Ja, was geht ab, Leute? Und damit erstmal herzlich willkommen zur Giveaway-Auflösung vom letzten Community-Giveaway. Und ja, heute ist Sonntag, wie versprochen, die Auflösung. Und es sind jetzt 1,5 Tage her, seitdem ich das Giveaway angekündigt habe. Und in der Zeit kamen echt viele Kommentare von euch. Ich glaube, es waren über 300. Ich weiß gar nicht, ob ich sie alle durchlesen konnte. Ich habe es auf jeden Fall versucht. Und will mich erstmal bedanken für so viel Feedback. Das war echt schön. Deswegen ein großes Dankeschön, dass ihr da so viel geschrieben habt. Danke natürlich auch fürs Mitmachen. Und wie gesagt, das Ganze wurde per Zufallsgenerator ausgelost. Bin jetzt gerade fertig geworden und kann jetzt hier die Gewinner verkündigen. Deswegen, wenn ihr gleich euren Namen hört, ich werde euren YouTube-Namen vorlesen, gleichzeitig aber auch euren Text, den ihr geschrieben habt, einblenden. Was bedeutet, ihr werdet auch nochmal euren Namen sehen und euren PSN-Namen natürlich auch sehen. Wenn ihr dann merkt, ihr habt gewonnen, schreibt ihr mich einfach über PSN an und holt euch so euer Item ab. So einfach ist das Ganze. Falls ihr irgendwas nicht verstanden habt, irgendwelche Fragen habt, schreibt es einfach gerne in die Kommentare. Und ja, dann würde ich sagen, bevor wir jetzt zu den Gewinnern kommen, will ich eben auf eine Frage antworten, die ich sehr oft bekommen habe. Und zwar wurde ich gefragt, wie man denn auch für diese Giveaways spenden kann. Wenn ihr das machen wollt, wirklich nur, wenn ihr das wollt, schreibt mich einfach über die PS4 an. Schreibt mir, dass ihr gerne für so ein Giveaway etwas spenden wollt. Und dann klären wir den Rest da. Ich lade euch ein. Ihr könnt mir das spenden, werdet dann hier erwähnt und könnt so andere Leute glücklich machen, was ich wirklich sehr cool finde. Wie gesagt, macht es aber wirklich nur, wenn ihr das möchtet. Und dann kommen wir zur zweiten Frage, ob denn auch demnächst Giveaways für Steam kommen. Und da kann ich so viel dazu sagen, auf jeden Fall, sobald ich die Möglichkeit habe, Giveaways über Steam zu machen, wird das natürlich auch kommen. Im Moment ist es ja noch ein bisschen schwierig, denn von der PS4 auf Steam zu traden geht natürlich nicht. Und deswegen ging das bis jetzt nie. Aber wie gesagt, in Zukunft wird es auch für Steam Giveaways geben. Und ja, nach der ganzen Laberei kommen wir jetzt zu den Gewinnern. Wir haben 9 Items verlost. Wir haben natürlich auch 9 glückliche Gewinner. Und wir fangen an bei den Chrono. Die gehen an Starplayer OG. Herzlichen Glückwunsch. Wie gesagt, schreib mich einfach auf der PlayStation 4 an. Und dann kannst du sie dir abholen. So, dann kommen wir zum Imperator. Der geht an AX Trouble HD. Ich hoffe, ich spreche alle Namen richtig aus. Auf jeden Fall Glückwunsch zum Imperator. Dann kommen wir zum Jäger. Der Jäger geht an Phoenix. So, als nächstes kommen wir zu Biomasse. Biomasse geht an Mark Kullmann. Dann kommen wir zum pinken Endo. Der geht an Bronco 84. Die ALCS Brauen gehen an Bananensaft HD. Der Helios an It's Black Fire. Der Lime Rotor geht an David Suffer. Und zu guter Letzt den Sky Blue Venom, den eigentlich keiner haben wollte. Der geht an Gamer Bro, der den aus dem Grund bekommt, weil er geschrieben hat, er würde sich über alles freuen. Das haben ein paar Leute gemacht. Deswegen habe ich die nochmal zusammen ausgelost. Und dann letztendlich kam Gamer Bro dabei raus, der sich, wie gesagt, über alles gefreut hätte. Deswegen bekommst du den Sky Blue Venom. Und ja, dann an dieser Stelle nochmal Glückwunsch an alle, die was gewonnen haben. Wenn ihr nicht gewonnen habt, seid nicht traurig. Ich denke, es werden auf jeden Fall noch die ein oder anderen Giveaways kommen. Und ja, dann war's das für heute. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Würde mich freuen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal natürlich und ciao.